Fahrt war ich im Kellner. Ausfahrt mit dem Motorradclub von Team Kellner. Pause am Baggersee. Hat mal die Dose so ein bisschen. Mit Schwibsbrause von Tim Kellner. Love Shot. Love Shot. Ja. Blick aus meinem Hotelzimmer. Duschzelle, mir reicht's vollkommen. Vollkommen. Jetzt wird mir gemütlicher gemacht, bevor es morgen wieder zurückgeht. Einige Aufnahmen von unserem Quartier heute Nacht, so als Erinnerung. Wir haben uns wirklich wohl gefühlt. Es war ein kurzer Aufenthalt, aber sehr angenehm. Und jetzt geht's weiter. Gerade sind wir am Hermannsdenkmal. Und jetzt guckt euch mal die herrliche Aussicht an. Ist das nicht fantastisch?
Und das ist im Grunde genommen nur ein Ausschnitt von dem, was wir gesehen haben, als wir hier hochgefahren sind. Also das ist noch viel schöner. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Wir ist Peter und ich, da ist Peter. Ja, und hier war oder ist ein Fest. Ja, ja, genau. Ja, und da oben sehen wir das Hermannsdenkmal. Oh, da ist mit Sicherheit auch nicht was los gewesen hier, ne? Da, guck mal, mit Bildschirm. Heidewitzka. Haben sie aber ordentlich aufgefahren. Ja, und nun einige Eindrücke von Paderborn, wo wir uns gerade befinden. Hier unter anderem die schöne Kirche, vor der wir jetzt gerade stehen. Bitte? Die hier. Zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Unfassbar. This church was built in the middle of the 12th century. Für China. Ja. Und der Boden der Inquan. Ja. Warte mal eben.
ich das mal weg. Ja, da ist ja jetzt schon lauwarm. Wir machen eine kleine Pause. Ich finde, der Ort ist wirklich wie geschaffen dafür. Da stehen die Mühlen, die ruhen sich jetzt auch ein bisschen aus. Und hier haben wir jede Menge Windmühlen vor der Nase. Windmühle an Windmühle. Ein Windmühlenparadies. Ja, für Leute, die da drauf stehen, guckt euch das an. Und wahrscheinlich werden sie hier noch mehr hinstellen. Gesehen. Jetzt habe ich ihn. Der ist bei uns geendet, ist bei uns. Was ein schönes Ding. Ja. Der sieht aber klasse aus, oder? Ja, absolut. Weißt du, wie selten der ist? Absolut, das ist wirklich eine Rarität, da hast du recht. Ein roter Milan ist eine Rarität. Gibt es ja noch den schwarzen, aber da haben wir echt Glück gehabt. Aber jetzt hat er mein dummes Fressbrett gesehen, so abgehauen. Jo. Scheiße. Jo. Ja, eine kurze Momentaufnahme vom roten Milan, die habt ihr noch gekriegt. Einmal ist er zu sehen, immerhin.